Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zurück zu Mark of the Ninja. Hallo! Mit dem Cloud hier. Und dem Deathrock hier, der eigentlich immer dabei ist. Ja, genau, ist ja mein Let's Play. Eben, ich bin Special Guest. Genau. Ich bin speziell. Und wir haben gerade durchbreche die Grenze abgeschlossen und begeben uns jetzt ins nächste Level, immer noch in der Stadt Oshi. Und dieses Level heißt Die Spur des Schattens. Du bist in den Gebäudekomplex eingedrungen. Suche jetzt nach Karajan. Karajan. Oder Karajan einfach nur. Oder Karajan. Genau. Und ich denke mal, das machen wir auch einfach mal. Los geht's. Das werden wir... Ach komm, das machen wir mal einfach. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, die goldenen haben wir. Und die weißen können wir. Henkerslied. Drücke X, während du an einem Haltepunkt hängst, und um deinen Feind zu packen und ihn zu erwürgen. Klingt witzig. Klingt gut. Kosten die 6 Punkte? Ja. Das, oh, alter Vater. Der kostet 3. Was ist denn die aufsteigende Schlange? Halte nach oben und X gedrückt. Halte nach oben und drücke X, um einen Drehkick auszuführen, der deinen Feind in die Luft schleudert. Ist das damit dann auch ausgeschaltet? Ja, das ist doch Close Combat. Da muss ein paar Treffer landen. Ach so. Das ist, wenn du irgendwie gesehen wirst und halt keinen Instant-Kill machen kannst. Da musst du dich halt ein bisschen bearbeiten, sag ich mal. Okay. Da haben wir noch überragender Schlossknacker. Mit diesem Spezialtraining und besseren Werkzeugen kannst du Schlösser viel schneller knacken. Oh, das nehme ich auf jeden Fall. Auch wenn glaube ich, in dem Level jetzt noch keine Schlösser kommen. Und dann haben wir gepanzerte Ärmel. Bietet einen zusätzlichen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Das nehmen wir auch mal. So. Ich verstehe jetzt nicht ganz, Ablenkungsfackeln. Ein alchemistisches Licht erweckt die Aufmerksamkeit von Wachen, die das Leuchtsignal sehen und blendet sie, wenn sie Nachtsichtbrillen tragen. Oh, ist cool. Okay, dann würde ich sagen, sind wir damit fertig. Der Cloud verlässt mal kurz den Raum. Fertig mit der Verbesserung. Yo, da haben wir auch noch nichts Neues. Aber ich würde mal sagen, ja, das passt so. Das passt auch und das passt ebenfalls. Karajan must be close. We still need to locate him. Gut, dann machen wir das mal. Die dunkelsten Gassen. Karajan auf dem Fersen. Time for some acrobatics. Use your chain to lower yourself until you can jump to that ledge. Ah. Guck mal an. So können wir das auf jeden Fall nicht machen. Verdammt. Wir müssen uns noch ein bisschen... Hui. So, perfekt. Der Cloud ist auch wieder da. War da ein Band? Nee, war nicht. Was habe ich denn blicken sehen? Egal. Hier gibt's auch nichts. Da können wir runter. Und hier können wir jetzt eigentlich... Ach nee, das haben wir ja nicht geupdatet, ne? So, zack. Dann verstecken wir uns einfach mal da. Was ist das hier? Das sind, an den Dingern können wir an der Decke langlaufen. Das ist auch sehr praktisch. So, zack. Und dadurch. Ja, geschickt. Ja. Und praktisch. Da haben wir einen Hund. Hunde haben so einen blauen Ring um sich. Innerhalb des blauen Rings können sie uns riechen. Steer clear of the dogs. Das ist aber knapp. Ja, praktisch. Hier geht gerade. Und hier oben ist wieder so eine... So was zum Hängen an der Decke. Das werden wir auch wieder ausnutzen. Der Hund wird gleich wieder auf seine Position kommen. Und dann werden wir an ihm vorbeisneaken. Ne. Verdammt. Warten wir nochmal einmal ab. Die Steuerung ist noch ein bisschen frickelig. So, zack. Und weiter geht's. Schnell, 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 bevor der Hund uns schnüffelt. Besser ist es. So, hier können wir hoch. Der könnte sonst gefährlich werden. Ja. Beziehungsweise nicht unbedingt gefährlich, aber der bellt halt, ne? Da wissen sie meistens, wo wir sind. An dem sind wir auch unbemerkt vorbei. Weiter geht's. Da oben stand keiner, so wie ich das gesehen habe. Zack, also geht's weiter. Da schläft ein Hund. Irgendwie hat er deswegen dann auch keinen Geruchssinn. Muss man nicht verstehen, aber... Nee. Solange der dich dadurch nicht entdeckt, ist ja alles gut. Genau. So, ich guck mal kurz in unser Inventar. Wie funktioniert das? So, ich möchte ganz gerne ein Geräusch...
Kann ich den Geräuschentwickler ausrüsten? Ach so, okay. So, jetzt haben wir die Geräuschentwickler. Die können wir auch benutzen. Ihr seht. Allerdings. Halt, dauert das erst da. Das ist blöd. Ich weiß nicht, ob ich an dem Hund vorbeispringen will. Ich meine, wir können es probieren. Was ist denn das da? Warte. Muss mal kurz wieder. Ne, so, so. Was ist denn das da? Das sieht aus wie ein Vogelnest, ne? Ja. Ja. Das war knapp. Ja. Und der Hund ist auch wach. I heard it right here. So, jetzt rennt der Hund und hat wieder seinen Geruchssinn. Das ist sehr schön. Freut mich für den Hund. Das war knapp. Ich geh mal lieber wieder hoch. Läuft hier ganz schön weit, ey. Ja. No shit. Ich dachte nicht, dass er so schnell wieder hochleuchtet. Nee, der hat sich nicht entdeckt. Nee, sehr gut. Drehen wir das nochmal aus. Wie machen wir das denn am besten? Okay, der Hund bewegt sich, aber jetzt ist es gut. Ist es? Ja. Jetzt gehen wir wieder auf den Geräuschentwickler. Den schmeißen wir nicht dahin. Ich möchte ganz gerne so hinschmeißen, dass der Hund das mitbekommt, ne? Aber dass er sich nicht in die Richtung zur Tür dreht. Okay. Nee, das ist nicht machbar. Da muss ich den aus dem Licht rauslocken. Am besten nicht jetzt. Sondern wenn der Hund sich gleich wieder umdreht. Ungefähr jetzt. Schmeißen wir mal rein. Ja, das könnte. Der Hund. Achso, ja, ja. Was meinst du? Machst du? Uns aufmerksam geworden. Aber den kann ich jetzt. Ach guck mal, wir hätten auch hier unten durchgekonnt. So, die Lichter gehen immer an und aus. Das ist für ein Alarm. So. Wir können da an den Haken. Das werden wir auch tun. Gehen hier hoch. Einen, der da oben rumjaggert. Wir warten, bis der wieder zu uns kommt. Und krall ihn uns. Zack. Und ab mit dir. In die Grube. Ich guck mal kurz da oben. Da kann man nicht auch lang. Ich würde ganz gerne erstmal durch die Lok durchpicken. Durchblicken. Ach Mensch, wie schnell kann ich den Schlösser knacken? Das ist ja absolut Premium. Der Sendeturm. Da ist ebenfalls nichts. Gehen wir so durch. Da haben wir eine Wache. Der kommt jetzt runter. Dann springen wir an ihm vorbei. Zack. Und ab dafür. Ui. Hier ist gar keiner, hier ist gar keiner, hier ist gar keiner. Und da wäre schon unser Ziel. As long as he has a shield to hide behind, I wouldn't take him head on. Try to get behind him or above him. Gut, der ist ein bisschen ängstlich und schießt mit Leuchtraketen auf das, was er hört. Ohne. Ja, ich merke schon. Da ist nichts. Gar nichts. Nichts das geringste gesehen. Ja. Ach, guck mal. Und ab dafür. Bam! Wo ist er denn hin? Okay, egal. Okay, das war's ja auch schon. Wir hätten auch hier oben lang gekonnt. Ganz oben. So, da steht der. Der hat allerdings irgendwie kein Licht, so wie das aussieht. Das sieht heißt, nicht so aus. Wir können hier runter. Ah, praktisch. So kommst du ganz easy hinter den.
kannst du ihn jetzt krallen. Bam! Kehle aufgeschnitten. Ich find's witzig, was für eine krasse. Was für eine krasse Brutalität das Spiel eigentlich entwickelt. Ja. So, der Schilder hat den Kaffee in der Hand. Ah ne, der raucht oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Beziehungsweise er lässt den Wind seine Zigarette rauchen. Mhm. Was ist denn das für ein altersbeschränktes Spiel? Als 16 oder 18. Also ich meine, als du auf Steam geguckt hast, musstest du dein Geburtsdatum angeben. Ja, stimmt. So, da läuft einer lang. Naja, keine Ahnung. Das war ein schöner Sprung. Der macht ein Nickerchen. Ich möchte ganz gerne einmal hier unten gucken. Ich denke mal, das ist wieder ein anderer Weg gewesen. Ja. Oh, ich muss mal kurz wieder auf meine Pfeile wechseln. Oh, guck mal hier. Hier könnten wir jetzt uns wieder upgraden. Lassen wir aber mal so. So. Und wir bewegen uns hier hoch. Hier ist unser Ziel. Unten. Safe Point. Look at all the guards patrolling near that tower. And see those antennas on the roof? It must be a communication tower. There could be something inside to help us find Karajan. Klingt gut. Das heißt, wir werden erst oben lang gehen. Allerdings erst, wenn ich einen Weg runter finde. Das wird aber eine harte Nuss. Ging doch. Ja. So eben. Kann ich den da runterwerfen? Ja. Au. Na? Did I hear something? Nein. Nicht das geringste gesehen. So, jetzt hat er mich da unten gesehen. Wir sehen immer diese orangenen Ringe. Das sind die Punkte, wo sie uns zuletzt gesehen haben. Oder gehört. Ach so. Ja, okay. Macht Sinn. Hatte ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, muss ich sagen. Ja, okay, ist ja schon ewig her, dass wir das gespielt haben, ne? Oh ja. 2011 oder 12? Ja, irgendwie sowas. Da war das frisch draußen, glaube ich. Ja. Ich meine auch. Aber es ist einfach ein schönes Spiel. Auch die Darstellung. Ich finde es auch als Let's Play ist eine gute Auswahl. Ja. Die du getroffen hast. Die ich gezogen habe, meinst du? Schon eher, ja. Hast du noch erwähnt, dass es dein wichtiges Game ist? Ja, habe ich. Okay. So. War mir klar, aber jetzt ist das Licht aus und sobald die Leuchtfackel da weg ist. Ach, guck mal, müssen wir gar nicht. Der hat sich schon von alleine. Schläft der? Ja, anscheinend. Auch nicht schlecht. Das heißt, wir können einfach an dem vorbei sneaken. Boah, den ausschalten. Ja, ich will nicht. Oder gibt es bei dem Spiel auch so einen Stealth-Modus? Ja, ja, oder du kannst. So kannst Stealth-Punkte, sag ich mal. Du kannst die Mission fast ohne Tötung abschließen. Glaube ich. Mhm. Bin ich sogar komplett ohne. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, wir springen hoch. Und können jetzt, während die Lampe gerade nicht da ist. Ups. Jetzt wurde ich erwischt. Das war so klar. Boah, nicht so ganz weit runter. So, wir machen das Ding da aus. Das müssten die oberen Laser sein. Dann können wir hier dran und dann. Was ist das hier? Stehe ich nicht so ganz. Achso, das waren sogar die unteren auch. Perfekt. So, hier haben wir. Sieht aus wie. Eine Sendestation? Irgendwas in der Richtung, ja. We're picking up a bogey on the perimeter. Get the count ready to evacuate just in case. Oh, and we left this tracking device in Building 6. You know, the little gizmo they'll find if Casey gets nabbed? Send a man to get it. That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. Sehr gut. Hey, you! Bin ich da? Someone's got him. Can I find him? CQC. Ja, zack. Und wenn er lang liegt, können wir ihn erledigen. Was ist der Timer da? Jetzt der, ist quasi Alarm-Timer. Achso, der geht gleich aus. Genau, bis sie mich wieder normal suchen. Achso. Ja gut, das ist ja. So, ich habe gehört, wir haben ein neues Missionsziel, und zwar da unten. Und zwar, finde die Wache des Kuriers. Ich kann mich noch an die Mission erinnern, glaube ich. Ja? Ich fand die nicht so geil. Die war echt anstrengend.
So, über den Geruchssensor, über die Geruchsnase des Hundes können wir galant drüber springen. Genauso wie über den Typen hier. Wo ist denn der Hund hin? Da. Den hatte ich auch. Oh, da habe ich tatsächlich die falsche Taste gedrückt. Ja. Wow. Der hat das gehört. Okay. Und tschüss. Naja, aber ich glaube, der findet dich jetzt nicht mehr. Nee. So tief können die, glaube ich, gar nicht springen. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, war mich nicht schon? Bin ich hier richtig? Ah, ich bin hier richtig, gut. Na, passt doch. Ja. Ich komme kurz auf die Uhr. Gebäude 6. One of our scouts left behind some equipment. Ein paar Minuten hast du noch. Ja, vielleicht schaffe ich das Level ja sogar bis dahin. So, wir gehen mal kurz da hoch, denn da können wir rein. Warte mal, eine Sache würde mich mal interessieren. Ich habe ja nur noch... Ich habe nur noch 4. Ich guck mal kurz, ob ich, wenn ich da dran gehe, ob ich da neue bekomme. Nee, schade. Das wäre auch praktisch gewesen, aber... Ja. Leider nicht. So, hier haben wir 3 Laser. Ach, stimmt. Das ist ein bisschen blöd, dass wir die Sachen schon haben, weil wir gespielt haben, dass wir das nicht löschen können. Hier haben wir nämlich... Ne, das wollte ich nicht machen. Ja, doch, wollte ich so. Cool. So, denn hier haben wir die Rauchgranaten bekommen, die wir jetzt an der Stelle brauchen. Ach so. Weil wenn ich eine Rauchbombe in die Gegend abwerfe, dann fallen die Laser da aus. Ja gut, aber wir haben ja auch nicht lange gezockt, also haben wir jetzt auch nicht so viel erzockt, denke ich mal. Ja, so. Ganz neat, die Rauchpumpen. There. He set it to the tracking device. If we follow him, he'll lead us straight to it. So. Dem folgen wir jetzt einfach mal. Wir sehen seine Schritte unten. Müssen wir uns hinter ihm bewegen. Ja. Da ist er. Ich frage mich gerade, was die andere Wache da macht. Die sich nochmal umdreht. Warte mal. Das war knapp. Richtig knapp. Ja, mach mal auf. Bam. Kommen die? Da ist er. Achso. Der macht da gerade. Achso, der macht die Tür auf oder so, keine Ahnung. Kein Plan. Der hat Zuckungen in den Fingern gehabt. Wahrscheinlich. Das wird sein. So, wir folgen ihm weiter. Der folgt ihm jetzt. Wir folgen ihm auch. Hey, was? Was? So dreht er sich denn wieder um? Fuck. Und darfst du nicht entdecken lassen? Nee. Wir müssen ihm unauffällig folgen, wie ein Ninja. Nicht wie ein Berserker. Woran mag das liegen, dass du wie ein Ninja folgen sollst? Ich weiß auch nicht. Ach, ich weiß, warum der sich umgedreht hat. Der hat die Tür zugemacht. Wollte die Tür zumachen. Ach so. Na. Macht Sinn. Jetzt hat er sich nicht umgedreht. Ist doch nicht. Ich mag das mit dem Schloss hinab. Okay, der hat sich jetzt wieder umgedreht. Der geht die Treppe da hoch. Wir warten mal hier in der Mülltonne. Zack. Okay. Da haben wir einen Hund. Nicht so schön. Mit dem Hund. Oh, was haben wir denn da rum? Ich hab keine Ahnung. Na egal. Gucken wir einfach mal hier. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich hab nicht so viel Zeit, ey. Aha. The tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. You spin my head.
Right round, right round. Ich wollte nicht. Oh, Kacke. Das wollte ich eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Aha! Das hätte ich vielleicht machen können, ohne erwischt zu werden, wenn ich die Steuerung drauf hätte. Möglicherweise, ja. Ich frage mich, ob der Hund nicht auch riechen kann. Irgendwie, wenn ich hier, wenn ich unterhalb von ihm bin, kann er mich nicht riechen. Naja, wer weiß, wie es in dem Schacht riecht. Vielleicht übertüncht das so ein bisschen. Das, keine Ahnung. Was können wir denn hier nochmal machen? Ah. Ja, dann kannst du jetzt doch rein. Wunderbar. Checkpoint. Plus eine Rauchbombe. Fällt mir gut. Was haben wir? Laser und ein Spacko. Ich weiß, wie ich das mache. Von der anderen Seite, würde ich sagen. Mhm. Und zwar... Zack. Oh nein, was war das? Komisch. Und gute Nacht, mein Freund. So, jetzt benutzt du den einfach. Denn die haben so Sender drinne. Wenn die da reinlaufen, gehen die Dinger aus. Ach so. Körper fallen lassen. Ich will mich nicht verstecken. Ich möchte eigentlich nur durch die Tür. Na. Und nicht. Wobei. Wenn ich schnell genug bin. Guten Tag. Möchten Sie mit mir über Gott und die Welt reden? Genau. So, den schmeißen wir mal. Ja, die schmeißen wir mal hier runter. Zumindest ihn. Ja, einen brauchst du ja da wegen dem Laser. Warum kann ich den nicht töten? Jetzt kannst du's. Komm! Gute Nacht. Tod eines Bauern. Ja. Das sind die schlechten Tode. Ich frage mich gerade, was das da ist. Ups, falsche Taste. So. Ach, das ist das Ziel. Das Ziel wird auf der Karte wieder angezeigt. Jetzt verstecke ich mich schon wieder. Was ist denn hier los? Was ist das hier? Ah, der Lichtschalter. Oh, das ist ein Hund! Hab ich gar nicht gesehen. Also ist ja der Hund, der greift dich nicht an, aber der bellt halt. Ja. Hätten wir das nicht erst irgendwie aufmachen müssen? Ist hier irgendwie... Keine Ahnung. Komisch. Das andere mussten wir nicht mehr aufmachen. Das ist eine schöne Stelle. Pass auf. So macht man es nicht. Das dachte ich mir irgendwie. Oh shit. Ups. Ja, die Dinger sind ein bisschen böser. Das muss ich richtig machen, so. Und mein Arsch sitzt schon auf dem Laser. Ja. Also ich guck mal kurz auf die Uhr. Das war knapp. Ja. So, aber ich fürchte, wir müssen die Folge beenden. Wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt. Mark of the Ninja mit Deathrock. Und eventuell mit Cloud. Und eventuell. Bis dahin. Wiederschauen. Und reingehauen. Boom.